willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Tourist Bus Simulator. Nach längerer Zeit ist es mal wieder soweit und ich bin seit der letzten Folge schon ein paar Meter weitergefahren, denn wir müssen ja noch unsere Tour beenden hier und ich dachte mir, bevor die Folge hier zu lang wird, weil die Route doch relativ lang ist, fahre ich vom Flughafen aus schon zur Stadt Puerto del Rosario und das habe ich gemacht und ich habe mir auch ein bisschen eure Kommentare durchgelesen und ich habe gesehen, dass ich hier einen DAF-Motor offensichtlich in dem Bus habe. Das habt ihr mir geschrieben. Und das Lenkrad sei wohl auch da von dieser Firma. Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier im richtigen Gang bin. So, jetzt sollte es auch ein bisschen schneller gehen. Ich habe mir aber noch andere Dinge durchgelesen. Zum Beispiel hattet ihr ganz witzige Stories, was auf euren Klassenfahrten so passiert ist. Oder was ihr so in Reisebussen erlebt habt. Und heute dachte ich mir, fahren wir dann einfach die Route zurück hier über Stock und Stein, denn die Route wird tatsächlich ein bisschen aufregend. Kennen wir schon aus der anderen Richtung, aus der letzten Folge. Als kleines Highlight dachte ich mir allerdings, in dieser Folge werden wir dann auch nochmal schnell zur Lackiererei fahren und dem Ganzen hier ein neues Gesicht geben, dem VDL-Bus, den wir hier fahren. Ich hoffe, das klappt so. Wir müssen mal schauen, der Fahrplan ist auf jeden Fall sportlich und deswegen würde ich sagen, machen wir es direkt und deswegen bin ich eben auch ein paar Meter vorgefahren. Gut, aber ich habe auch wieder ein paar ganz nette Geschichten auf Lager und so, und habe eine Sache in den Kommentaren vermisst, denn offensichtlich, oh, das wird aber eng hier. Ja, das habe ich mir schon gedacht, da ist ja der erste Unfall. Das ist ja fast nicht möglich, hier rumzukommen. Gut, rechts hatte ich noch ein bisschen Platz, aber uiuiui. Eine Sache habe ich in den Kommentaren vermisst, denn ich habe euch ja gefragt, wie sieht's aus? Habt ihr eine Idee, wie man den Container öffnen kann in dieser Stadt, in die wir gerade fahren? Ich glaube, ich will es jetzt nicht falsch sagen. Ich glaube, es war die Stadt Corralejo oder so, kann es sein? Ja, Corralejo. Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Ich nenne sie einfach mal so. Spanisch-Experte ist auch heute wieder am Start. Buongiorno in die Runde. Ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, ihr wisst es ja. Aber ich habe euch gefragt, wie sieht's aus? Habt ihr irgendwie den Code für den Container? Wisst ihr irgendwie, wie ich da rankomme? Habt ihr irgendwelche Tipps? Und ich habe keinen Kommentar dazu gefunden. Ich weiß nicht, wie man diesen Container aufbekommt. Ich habe mich auch ein bisschen umgeguckt, aber keine Idee. Ich weiß es wirklich nicht. Das fand ich ein bisschen schade. Aber gut, dann muss der Container wohl erstmal noch verschlossen bleiben. Und vielleicht finde ich das ja irgendwann mal raus. Die Straßen sind, ich habe jetzt wirklich nicht das größte Modell hier vom VDL, also nicht das längste Schiff. Ich habe auch keinen Neoplan Skyliner, aber es ist manchmal wirklich schon schwer hier rumzufahren mit dem Bus. Also das ist schon ein bisschen herausfordernd. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass der Tourist Bus Simulator, naja, nicht ganz so beliebt ist wie der Fernbus Simulator. Denn ich habe ein bisschen geguckt, ob ich hier schon realistische Repaints für dieses Busmodell finde und ich habe, glaube ich, insgesamt ein Repaint dafür gefunden. Das fand ich dann erstmal ein bisschen enttäuschend, aber gut, müssen wir mal gucken, was wir dem dann, wie wir den Bus dann lackieren. Aber ich habe das noch so beim Fernbus-Simulator in Erinnerung, als die Funktion dann neu war, dass da unglaublich viele Repaints kamen, auch in hoher Qualität. Habe ich jetzt hier beim Tourist Bus Simulator nicht so gesehen. Aber ist ja auch kein großes Problem. Wir nehmen einfach das, was da ist. Ich bin ja für jedes Repaint dankbar und deswegen nutzen wir das einfach mal, so wie es jetzt im Moment ist. Ich habe auch, uiuiuiui, da war ich wohl viel zu schnell. Also der Tourist Bus Simulator immer wieder für den Spaß zu haben. Habt ihr es gerade gesehen, wie die Autos da über den... Das, meine Damen und Herren, war es dann mal wieder komplett. Wie die Autos da über den Berg gesprungen sind, richtig. Das war, ja... Der Stunt-Simulator, Tourist-Stunt-Simulator, nennt man ihn auch in Fachkreisen. Was ist das denn? Die haben überhaupt keine Bodenhaftung, die machen ja alle kleine Stunts. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier an der... Ne, hier liegen die auf. Also hier fahren die tatsächlich auf der Straße und hüpfen hier nicht drüber. Oder? Ja. Aber da vorne sah man es gerade ziemlich deutlich, dass sie da so richtig rübergesprungen sind. Naja, wie auch immer, ich habe auch mal heute wieder eine ganz nette Geschichte aus dem Alltag dabei, denn es kommt ja hin und wieder vor, dass man erkannt wird im Bus oder auf der Straße oder so und manchmal kommt es auch vor, dass Busfahrer einen ansprechen
Und das sind dann meistens jüngere Busfahrer, die gerade so ihre Ausbildung fertig haben oder jetzt ein, zwei Jahre dabei sind oder so. Die Älteren gucken sich vermutlich keine Bussimulator-Videos an, aber die Jüngeren erkennen einen dann manchmal. Und heute ist es wieder mal passiert und ist dann immer ganz witzig. Dann heißt es immer, Entschuldigung, Sie machen Sie nicht auf. Und dann sage ich meistens schon, ja, mache ich. Und dann ist das Eis sozusagen gebrochen oder heute war es auch, Entschuldigung, ich glaube, ich kenne sie irgendwoher, oder? Oder manchmal duzt man sie auch direkt. Ist immer ganz witzig, ist immer ganz nett und das nutze ich dann auch oft, um mich ein bisschen über die Busse zu informieren, die ich da so virtuell spiele und fahre. Und einmal habe ich zum Beispiel was ganz Witziges rausbekommen. In OMSI-Kreisen heißt ja immer, Solaris ist jetzt nicht so das Beste, die Creme de la Creme, der Bus. Fahrkunst oder der Busbaukunst. Ich habe da mal irgendwann mit einem Busfahrer drüber gesprochen und der meinte, ach, die sind schon ganz okay, das sind die stärksten bei uns in der Flotte. Also ich glaube, die stärksten Solobusse. Denn hier der Verkehrsbetrieb hat relativ viele Solaris-Busse. Dann dachte ich mir, nutze ich die Chance doch mal. Oh, ich sehe überhaupt nichts mehr hier. Und da hat er zum Beispiel gesagt, dass diese Solaris-Busse wohl doch ganz okay sind und eben die höchste PS-Zahl haben. Also damit macht es wohl am meisten Spaß zu fahren. Da sieht man so ein bisschen, wie das dann von OMSI-Kreisen zur Realität dann manchmal so ein bisschen variiert. Mensch, hier, Sahara heute auch mit am Start. Heute machen wir wirklich alles. Sahara-Simulator, hier Stunt-Simulator, alles in einem. Der Tourist-Bus-Simulator, Allrounder. Wenn ihr übrigens den VDL hier kaufen wollt, dann guckt gerne in die Videobeschreibung. Da kriegt ihr den nämlich auch ein bisschen günstiger. Sowohl für den Fernbus-Simulator als auch für den Tourist-Bus-Simulator. Ob das im Moment oder ob das mittlerweile funktioniert, weiß ich gar nicht, dass der in beiden Spielen funktioniert. Am Anfang war es ja irgendwie so, dass der nur in einem Spiel funktioniert hat, obwohl er in beiden Spielen funktionieren sollte. Das war da irgendwie nicht so ganz richtig eingestellt. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile gefixt ist. Da habe ich mich gar nicht mehr erkundigt, beziehungsweise habe da auch gar keinen Post mehr zu gesehen. So. Und dann sind wir in Coralejo. Hier habe ich den Bus auch abgeholt und deswegen habe ich hier auch den Auftrag direkt angenommen. Weil ich mir dachte, bevor ich dann erst zurückfahre, mache ich das doch direkt so. Und dann... Oh, oh, oh. Ich dachte schon, der fährt. Aber wir haben ja Vorfahrt. Und dann müssen wir da vorne zur Haltestelle. Was ist denn da? Was ist denn das für eine Rolle? Für eine Tapezierrolle oder für eine Malerrolle hier? Muss ich mal kurz gucken, was das für ein Shop ist. Meine Damen und Herren, verzeihen Sie, dass ich kurz einmal aussteigen muss jetzt gleich. Aber ich muss mal gucken, was das hier für ein Shop ist. Der eine oder andere wird es vielleicht auch noch aus der Fahrschule kennen, von Fahrlehrern. Die haben immer mal alle möglichen Sachen so während den Fahrstunden gemacht. War manchmal frech. Also bei mir ging das eigentlich, hielt sich das in Grenze. Ich habe von Leuten gehört, wo der Fahrlehrer dann erstmal in den Motorradshop gegangen ist und sich mal die neuesten Motorräder angeguckt hat. Kurz die... Oh, jetzt habe ich auch noch den Motor ausgemacht. Entspann sich, lehn sich zurück. Ich bin gleich wieder da. Was ist das? Dieses Geschäft ermöglicht dir verschiedene Materialien und Sanitäranlagen für deine Privatwohnung. Ah, okay. Da bin ich schon wieder. Ich glaube, da brauche ich im Moment nichts von. So, dann machen wir den Motor hier wieder an. Und dann geht's weiter. Verzeihung. Bevor sie sich beschweren, mache ich, glaube ich, auch noch kurz. Habe ich hier alles an. Fronttür brauche ich alles nicht. WC. Okay, das brauche ich sonst alles, glaube ich, nicht. Aber bevor das dann später in der Abrechnung da steht, dass ich das nicht gemacht habe, mache ich das mal lieber an. So. Muss ich mal gucken, wie ich hier durchkomme. Die Straßen sind nämlich doch relativ eng. Ich glaube, das klappt nicht. Ah, da muss ich mal kurz zurücksetzen.
Ich meine, die Autofahrer sind hier im Tourist Bus Simulator halt auch echt unkooperativ, ne? Ne, ich glaube, ich setze mal komplett zurück. Und dann lasse ich den hier erstmal komplett rausfahren. So. Und jetzt wird auch gewartet. Und dann komme ich hier auch einigermaßen vernünftig rum. So. Ich glaube, das ist die schnellere Methode jetzt. Man muss die KI so ein bisschen kennenlernen, ne? Dann kann man auch mit denen Geschäfte machen. Aber davor ist es ein bisschen schwierig manchmal. So. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Aufenthalt. Empfehlen Sie mich weiter. Geben Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Google. Und schönen Tag noch Ihnen allen. So, einmal kurz durchgehen. Haben Sie irgendwas vergessen? Wir sind nämlich hier an der Endhaltestelle angekommen. Okay. Alle Haltestellen wurden angefahren. Keine Fahrgäste wurden an Haltestellen zurückgelassen. Man kennt ihn. Servicewertung 37%, Unfälle 5. Na, wie kann das denn sein? Ja? Aber immerhin 339 Erfahrungspunkte haben wir gesammelt. Gut, dann nutzen wir die Chance und machen uns ganz schnell auf zur Lackiererei. Ich habe hier auf jeden Fall einen Spot gesetzt, aber vielleicht kann ich auch noch... Ich habe nämlich noch ein paar Skillpunkte. Vielleicht kann ich die noch verwenden, um hier weitere Stationen hinzuzufügen. Also hier ist irgendwo die... Nee, dann... Nee, ich nehme es einfach so. Ich werde jetzt gleich hier direkt hinreisen, wo ich den Skillpunkt jetzt schon habe. Und dann sind das nur noch ein paar Meter. Jo, möchte ich einmal durchführen. Und dann sind wir nämlich ganz schnell bei der Lackiererei. Und ich hoffe, dass ich dann einmal kurz den Bus noch pimpen kann, um dann die nächsten Touren in neuem Gewand absolvieren zu können. So, da sind wir. Muss ich aber erstmal hier wieder den Motor anmachen. Und dann geht's los. So. Also, ein paar Dinge sind schon ganz witzig hier am Tourist Bus Simulator, ne? Das muss ich schon zugeben. Fahren Sie mal. So, und hier vorne ist die Lackiererei. Ah, Sesam, öffne dich. Und dann fahren wir einmal hier auf den vorgesehenen Platz für uns. So, und jetzt können wir mal gucken. Also das ist, glaube ich, das Repaint, was ich ins... Nee? Doch, das müsste das Repaint... Ja, das ist das Repaint, was ich installiert habe. Können wir natürlich jetzt nehmen. Wir gucken mal, was es... Yay, ist vermutlich Tui. Hier, keine Ahnung, was das darstellen soll. Machermann ist Neckermann. Kennen wir ja schon. Local. Grupo. Barakito. Ah, ich glaube, ich nehme mal das. Akarut. Ja, ich glaube, ich nehme mal dieses Repaint hier. Ich könnte sonst hier auch noch selbst einen Farbton festlegen. Zum Beispiel grün unterwegs sein will, kann ich jetzt auch grün einfärben. Oder dann eben rot hier. Aber ich glaube, ich nehme mal dieses Ackerroots. Ah, ist da... Ah, nee, okay. Dann kaufe ich das mal schnell. Und dann sehen wir... Tätäräte. Da ist unser neuer Bus. Und den bringen wir jetzt nochmal schnell auf das Betriebsgelände. Ich mag dieses Skillpunktsystem tatsächlich ganz gerne, weil sonst ist man nämlich ständig mit dem Hin- und Herfahren beschäftigt. Das kann schon mal ein bisschen stressig werden. Ich glaube, wir hatten auch noch den größeren Betriebshof, ne? Was kostete der denn nochmal? Weil den würde ich schon ganz gerne noch freischalten. Oh, mittlerweile regnet es ja auch. Okay, aber er strahlt hier in ganz neuem Glanz. Machen wir die Tür mal wieder zu.
Ja. Und das ist jetzt tatsächlich mal eine interessante Frage, denn es gab hier nämlich noch einen anderen. Also den 186, ich meine, der war relativ teuer. Wartet mal, der war, glaube ich, hier irgendwo. Hier war der, Gewerbegebiet. So, und da konnte man, glaube ich, noch einen Busplatz oder einen Betriebshof sozusagen nutzen für andere Busse. Das fand ich noch ganz interessant, das würde ich schon ganz gerne mal noch irgendwann freischalten. Aber wann wir das machen, das werden wir dann sehen. Ich wollte aber jetzt vor allen Dingen nochmal schnell in den Plan hier gucken, Aufträge, genau. Da habe ich hier noch einen Auftrag, den ich, glaube ich, schon einen Mitarbeiter machen lassen habe. Und jetzt kann ich mal gucken, ob ich hier Puerto del Rosario nach Ajuy, schnell schauen, wo Ajuy ist. Ich glaube, da bin ich noch gar nicht hingefahren, oder? Hier. Oh, das ist auch eine sehr lange Route. Müssen wir hier so vermutlich langfahren. Okay, langsam kommen hier die interessanten Aufträge. Oder Morro Chable. Ich glaube, das ist ein bisschen kürzer. Schnell schauen, wo das ist. Ah, war das unten? Ich glaube, es war unten, ne? Ah, hier. Ne, das ist länger sogar, glaube ich, noch. Okay, aber was wir dann alles so machen, das werden wir sicherlich in den nächsten Folgen mal noch erörtern und herausfinden. Das war es soweit von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es wieder mal trotz des schlechten Wetters hier gefallen. Aber passt ja eigentlich ganz gut zum echten Wetter im Moment. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne in den nächsten Folgen wieder rein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!